Anfang an warst du da. Du hast uns geschaffen, um dir zu begegnen. Wir beten an, weil du es wert bist, angebetet zu werden. Unser ganzes Leben gehört dir, denn du gabst alles für uns. Aus Dankbarkeit öffnen wir unsere Herzen, begegnen dir mit Hingabe. Es geht nur um dich, Jesus. Ich möchte euch gerne zwei Personen vorstellen. Und ihr müsst euch überlegen, welche dieser Person würdet ihr eure Sympathie geben, so Sympathiepunkte geben. So, die erste Person ist Herr Müller. Er ist ein gut bürgerlicher Mensch und engagiert sich für das Allgemeinwohl in der Stadt. Ihm ist es ganz wichtig, dass die biblischen Werte in der Gesellschaft verankert bleiben und die Identifizierung mit der eigenen Nation gestärkt wird. Dafür setzt er sich auch auf politischer Ebene hingebungsvoll ein. Und er selbst nimmt den Glauben sehr ernst und hat sich die 10 Gebote auf die Fahne geschrieben. Gott ist ihm wichtig in seinem Leben. Und mit seinem Zehnten, mit dem 10. Teil seines Einkommens, fördert er die Arbeit seiner Kirchgemeinde. Das ist Herr Müller. In der gleichen Stadt lebt aber auch Herr Schmid, also Herr Müller und Herr Schmid. Herr Schmid ist sehr reich, aber auch sehr unbeliebt. Das hat er sich selbst eingebrockt, denn er arbeitet mit einem gewinnorientierten ausländischen Wirtschaftsbetrieb zusammen, welcher die Menschen auf der ganzen Welt gnadenlos ausnimmt. Herr Schmid gilt auch als korrupt und bereichert sich schamlos auf Kosten seiner Landsleute. Jetzt haben wir hier Herr Müller und wir haben Herr Schmid auf dieser Seite. Wer ist für uns mehr sympathisch, Herr Müller oder Herr Schmid? Herr Müller. Ja, ich hoffe doch, oder irgendwo? Ja, Herr Müller ist uns viel sympathischer. Aber steht ihr, diese zwei Personen, die stehen für den Pharisäer und den Zöllner aus unserem Bibeltext, den Sarah uns vorgelesen hat. Lass uns die Frage nochmals anders formulieren. Gehören unsere Sympathiepunkte dem Pharisäer oder dem Zöllner in dieser Geschichte? Dem Zöllner, oder? Warum eigentlich? Ich meine, der Zöllner ist ja eigentlich viel schlimmer als der Pharisäer. Warum eigentlich? Warum sympathisieren wir mehr mit dem Zöllner? Ja, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir haben die Geschichte gehört, gelesen, vielleicht schon in der Sonntagsschule gehört. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht und dass am Ende eigentlich der Zöllner besser dasteht als der gottesfürchtige Pharisäer. Diesen Text las ich ganz oft so als klassisches Beispiel dafür, wie schlecht und verdorben doch die Pharisäer sind. Diese Gesetzeshüter, diese gesetzlichen Pharisäer. Da als ich das wieder einmal studierte, wurde mir plötzlich bewusst, hey, das bin ja ich. Dieser Pharisäer hat viel mehr mit meinem Leben zu tun, als ich das gerne hätte. Wie oft habe ich mich schon mit anderen verglichen? Danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser da. Wie oft habe ich das schon gedacht? Und wir wollen diese beiden Personen einmal ein bisschen anschauen und dann aber auch so herausziehen, was könnte das für unser Leben bedeuten? Wo haben wir auch Pharisäer-Tendenzen? Wo könnte das auch zu uns etwas sprechen? Lass uns zuerst mal dann den Pharisäer ein bisschen genauer anschauen. Er war da im Tempel und er betete. Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste 2-mal in der Woche und gebe dir regelmäßig den 10. Teil von meinem Einkommen. Und jetzt, liebe Leute, das meine ich ganz ernst. Dieser Pharisäer ist wirklich ein vorbildhafter Mann.
Also da kann man nichts Schlechtes sagen über diesen Menschen. Manchmal denken wir, oh, diese Pharisäer und so. Aber hey, da ist ein rechtschaffender Mann, der sich hier präsentiert. Er war fromm, er lebte nach den Geboten Gottes. Und im Alten Testament, das Alte Testament schreibt Fasten vor, aber lediglich einmal im Jahr vor dem großen Versöhnungstag. Da wurde einmal im Jahr ein Riesenfest gefeiert und da wurde vorher gefastet. Also einmal im Jahr mussten die Juden fasten. Aber dieser Pharisäer, der fastet zweimal in der Woche. Hey, der überbot das Gesetz bei weitem. Das war ein rechtschaffender, guter Mann. Und trotzdem hatte er ein Problem. Sein Problem war nicht sein Lebensstil, das war okay. Aber sein Problem war, dass er nach rechts und nach links schaute. Er schaute nicht geradeaus nach vorne, er schaute nach rechts und links. Er verglich sich mit anderen Menschen und dann mit diesem Zolleinnehmer, mit einem Gegner, der ihm haushoch unterlegen war. Ich meine, er war eine geistliche Persönlichkeit und hat sich mit einem Zolleinnehmer verglichen. Und das machte ihm Mut, so viel besser zu sein wie dieser Zöllner. Zu sehen, wie viel besser er ist als viele anderen. Das ermutigte ihn während dem Beten. Aber sind wir mal ehrlich, ist es nicht auch so, dass auch wir uns immer mal wieder vergleichen? Dass auch wir uns immer wieder mal mit anderen vergleichen und je nachdem, mit wem wir uns vergleichen, stürzt uns das in einen Anfall von Depression oder unser Ego macht so kurzfristig einen Höhenflug. Kommt darauf an, mit wem oder mit was wir uns vergleichen. Ich habe seit meiner Jugend zwei sehr, sehr gute Freunde und ich treffe mich regelmäßig, auch jetzt noch in Zürich mit ihnen und ich liebe es, mit ihnen zusammen zu sein. Aber sie sind beide sehr erfolgreiche Leute in ihrem Geschäftsleben. Sie haben ein schönes Haus, sie gehen immer wieder in die Ferien. Der eine spart jetzt sogar für ein Ferienhaus im Tessin. Wow, finde ich super. Und ich bin am Pastor am Ende oder am Anfang der Schweiz, habe noch keine, je nachdem, wie man sieht. Ich habe noch keine Weiterbildung gemacht mit einem Diplom und ich möchte auch gerne als Pastor passioniert werden. Ich liebe meinen Beruf. Aber auf diesem Weg des Pastorseins sind so deine Aufstiegschancen irgendwo limitiert. Ja, vielleicht mal in einer bisschen größeren Gemeinde, aber das ist nicht mein Herzenswunsch. Ich finde es toll, hier möchte ich wirklich sagen. Aber wenn ich meinen Erfolg hier, auch finanziellen Erfolg, wenn ich mich mit ihnen vergleiche, und die haben dasselbe Alter, die sind aber weit vorne vor mir, dann fühle ich mich irgendwo schlecht. Ich habe manchmal auch einen kleinen Anfall von Minderwert, wenn ich mich auf dieser Ebene mit ihnen vergleiche. Aber versteht jetzt, als ich aber gesehen habe, wie viele Aufrufe meine Predigt vor zwei Wochen hatte bei YouTube, nämlich 348 Aufrufe, da hatte mein Ego seinen kurzfristigen Höhenflug. Ihr müsst wissen, das sind mehr Aufrufe, als die meisten anderen Kishonas haben. Genau. Okay. Aber die Frage ist ja, warum weiß ich das? Ja, weil ich mich vergleiche immer mal wieder. Ja, wir haben doch diese Tendenz. Und wenn ich mich mit dem ICF vergleichen würde, dann hätte ich wieder Minderwert, oder? Die haben zum Teil 60.000 Aufrufe. Also einfach mal schön gesagt haben, diese 348 sind relativ, oder? Aber sind wir mal ehrlich, wir vergleichen uns doch ständig. Wer sieht besser aus? Wer hat mehr Erfolg? Wer hat weniger graue Haare? Wer ist beliebter? Ja, genau. Wer ist beliebter auch beim anderen Geschlecht? Wer kommt besser an? Wer ist stärker? Wer ist geistlicher? Oder wer hat die Kinder besser erzogen? Und vergleichen, das beginnt ja schon sehr früh. Wie oft habe ich von meinen Kindern schon gehört? Ja, die anderen Kinder haben schon alle ein Handy. Ja. Oder wir müssen immer so früh ins Bett, die anderen Kinder können viel länger aufbleiben. Oder auch, im Moment sehr aktuell, meine Freundinnen haben alle so schöne Kleider und ich nicht.
Man könnte auch sagen, es ist doch irgendwo normal, wir vergleichen uns immer und das hat irgendwo, ja, das sind wir Menschen halt eigentlich. Aber ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich die Wurzel des Vergleichens? Warum vergleichen wir? Überleg dir das mal. Warum vergleichen wir ständig? Und ich glaube, dass die Wurzel des Vergleichens ist am Ende ist Unsicherheit. Wir vergleichen uns, weil wir zutiefst irgendwo unsicher sind. Man vergleicht, weil man nicht ganz sicher ist, ob es gut ist, wie man aussieht oder wie man etwas tut, wie man predigt oder man vergleicht sich mit anderen Pastoren, ob man genügt oder auch ob man nichts verpasst im Leben. Ich vergleiche mich mit anderen, die finanziell viel besser dastehen. Ja, verpasse ich jetzt etwas in meinem Leben oder nicht? Und vergleichen tun wir eben nicht nur im Leben, sondern wir vergleichen auch im Geistlichen. Wir sehen das beim Pharisäer und dem Zöllner. Und im Glauben ist es ein Hinweis darauf, wenn wir den Glauben vergleichen, wenn wir vergleichen uns mit anderen, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass irgendwo eine ungesunde Leistungskultur da ist. Ja, wir denken, wir müssen genügen vor Gott und wir vergleichen uns mit anderen. Wir wollen mehr machen in der Gemeinde wie andere Leute. Da ist irgendwo das Leistungsdenken da, wir müssen uns vor Gott profilieren. Und das ist wirklich wahr. Ich wollte als Kind, dachte ich immer, ich will mal Pastor werden. Warum? Weil ich dachte, die Pastoren, die sind ganz hoch im Kurs bei Gott und die kommen ganz sicher in den Himmel. Ich habe wirklich, nicht aus diesem Grund bin ich jetzt heute Pastor geworden, da bin ich drüber. Aber das war so, ich dachte immer, die Pastoren, ja, die haben es gut, die sind gut vor Gott. Aber steht hier, zutiefst war da eigentlich eine Unsicherheit da, genüge ich vor Gott? Ja, wenn du mal Pastor bist, dann genügst du vor Gott, genau. Es ist so eine Leistungskultur da, im Glauben kann auch sein. Vergleichen im Glauben kann auch sein, ein Ausdruck von Gesetzlichkeit zu sein. Ja, wir setzen uns sehr hohe Maßstäbe zum Teil, moralische Maßstäbe. Und weil man den eigenen geistlichen Ansprüchen oft nicht genügt, vergleichen wir uns mit anderen, die ja noch weniger genügen. Und dann stehen wir plötzlich wieder gut da. Gesetzlichkeit. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand vor 2 Wochen, gab es eine spannende SRF-Doc über die Mennoniten. Hat das jemand von euch gesehen? Niemand? Könnt ihr nachschauen, das ist ganz spannend. Die Mennoniten sind eine Minderheit, eine christliche Gemeinschaft. Wir haben auch in der Schweiz Mennoniten, das sind aber nicht, die sind wieder ein bisschen andere Mennoniten. Aber diese Mennoniten, die leben in Südamerika in ganz geschlossenen Gemeinschaften und die leben wie vor 200 Jahren. Die haben im ganzen Moderne haben sie abgesagt und ein Leiter dieser Gemeinschaft hat gesagt, um in den Himmel zu kommen, müssen wir alles Moderne ablehnen. Die leben eine gewaltige Gesetzlichkeit. Wir dürfen das und das und das nicht, weil sie eine tiefe Unsicherheit über ihr Heil haben. Aber im Vergleichen mit anderen, mit diesen modernen Leuten der Stadt, mit diesen Leuten, die Handys haben und so, stehen sie plötzlich gut da. Sie vergleichen sich. Aber weißt du, was ihnen fehlt? Man kann diese Dokumentation schauen und denken, ja, das sind irgendwo gläubige Leute, aber es fehlt ihnen an Liebe. Da hat sich jemand, ein Arzt dort von den Mennoniten, der hat sich ein Handy gekauft, weil er dachte, wenn ein Notfall ist, dann muss ich doch den Krankenwagen anrufen können. Und dieser Arzt wurde wegen dem Handy aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Hey, das ist lieblos, aus meiner Sicht. Gesetzlich aber lieblos. Menschen werden ausgeschlossen, weil sie anders ticken. Aber sie vergleichen sich mit diesen Menschen und durch das irgendwo fühlen sie sich sicher. Versteht ihr, ich glaube nicht, dass das ein Aufatmen ist, wenn wir uns vergleichen mit anderen. Aufatmen, indem wir links und rechts schauen. Ich weiß nicht, ob das ist, was Gott von uns möchte. Schauen wir mal den Zöllner an. Der Zöllner im Tempel, wie er sich verhalten hat. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte
nicht einmal den Blick zu heben. Ist auch recht so. Ich meine, dieser Steuereintreiber, dieser Kollaborateur der römischen Besatzungsmacht, der muss ja nicht rechts und links schauen, oder? Der ist überhaupt nicht gerecht. Aber steht, er ist einfach da und schaut. Aber damit gibt er uns auch das Heilmittel gegen Vergleichen und das Ankommen am Ziel des Glaubens sogar. Geradeaus schauen, einfach geradeaus schauen, auf Jesus schauen schlussendlich. Wir lesen das in Hebräer 12, 1 folgende Verse. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Und dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Und die Hoffnung für alle übersetzt hier, nicht nach links und rechts schauen, geradeaus schauen, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Von A bis Z hängt unser Glaube von Jesus ab und nicht von dem, was wir tun. Wie der Dirigent gesagt hat, schaut zu mir, dort beginnt es. Wenn ihr zu mir schaut, dann fängt es gut an. Und eine jüdische Erzählung, die weist ebenfalls so in diese Richtung hier. Israel Schwart war traurig darüber, das ist ein bekannter Lehrer, dass er nicht wie Mose war. Er war zwar ein guter Lehrer, aber niemals wie Mose. Und eines Nachts erschien ihm ein Engel und sagte, am jüngsten Tag wird Gott dich nicht fragen, warum du nicht Mose warst, sondern warum du nicht sein geliebter Isi gewesen bist. Wir müssen aufhören zu vergleichen, sondern zu Jesus schauen, uns von ihm lieben lassen und einfach uns selbst sein. Wir wollen noch ganz am Anfang schauen, für wen dann dieser Bibeltext geschrieben wurde. Du hast gesagt, für die Jünger, aber es wurde nicht, du hast dann auch noch anders gesagt, es war für andere Leute als die Jünger bestimmt. Vielleicht waren da auch Jünger damit konfrontiert, aber lass uns mal schauen, an wen Jesus diese Worte gerichtet hat. Dann erzählt Jesus ein paar Leute, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Also dieses Beispiel ist für Menschen, die selbstgerecht sind. Und Vergleichen hat also auch etwas mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Seine ungesunde Leistungskultur, Gesetzlichkeit, das kommt oder resultiert aus einer Selbstgerechtigkeit heraus. Und nochmals, Jesus verurteilt hier nicht den Lebensstil des Pharisäers, der war gut, sondern seine Selbstgerechtigkeit. Und ich glaube, dass Selbstgerechtigkeit ist eine große Gefahr, speziell für Menschen, die einen sehr, sehr guten Lebenswandel haben. Die sind immer wieder herausgefordert, irgendwo selbstgerecht zu werden. Und wie zeigt sich denn Selbstgerechtigkeit? Wir haben es gesehen, im Vergleichen nach links und nach rechts. Im Schauen auf die anderen und im Geringschätzen und im Verurteilen von anderen. Erinnert euch an die Predigt von Simon und der Sünderin aus der letzten Predigt? Er hat sich so selbstgerecht gefühlt und hat die Sünderin einfach so geringschätzig behandelt. Dann aber glaube ich auch, Selbstgerechtigkeit zeigt sich auch in einer großen Unsicherheit. Das ist ganz spannend. Vielleicht haben wir es bemerkt, weil der Glaube des Pharisäers ist irgendwie nicht ganz koscher. Etwas ist speziell an seinem Glauben. Und zwar er, der Gottesmann, er muss Gott daran erinnern, wie gut er eigentlich ist. Müssen wir mal schauen. Er sagt, Gott, ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von all meinen Einnahmen. Gott, hast du das gesehen? Hä? Was ich mache? Ich bin nicht wie dieser Zolleinnehmer. Hast du das gesehen, Gott? Und ich vermute, dass hinter dieser zur Schau gestellten Rechtgläubigkeit sich eine große Unsicherheit eigentlich verbirgt. Die Angst, es könnte noch immer nicht genug sein für Gott. Man probiert Gott zu überzeugen, Gott, hast du nicht gesehen, was ich tue?
was ich alles für dich tue, und man vergleicht sich mit anderen, die irgendwo weniger tun. Gott, siehst du das? Und wenn wir aus dieser Haltung Gott dienen, dann kann Fasten, Opfer bringen, das Befolgen aller möglichen Ordnungen und Gebote und sogar Beten, das alles kann irgend zu einer Krücke werden im Glaubensleben. Man humpelt so das Glaubensleben, man muss diese Dinge immer machen, aus dem Gedanken heraus Gott zu befriedigen, und das wird alles so zu einer Krücke. Anstatt dass wir frei durchs Leben gehen, den Lauf vollenden mit Blick auf Jesus, begeistert für Jesus und nicht humpelnd an einer Krücke. Selbstgerechtigkeit, wenn wir die Gerechtigkeit selbst machen wollen, aus unserem Tun heraus, das ist kein Aufatmen. Das ist kein Aufatmen. Schaut auf die eigene Werke, Selbstgerechtigkeit, schaut auf die eigene Werke, stellt sie zur Schau und ist am Ende doch unsicher, ob es reicht. Und die Folge davon ist, die Beziehung mit Gott ist nicht frei und lebendig. Ich kann auch sagen, diese Mennoniten, also diese Dokumentation, die ging wirklich eine Stunde, ist ganz spannend. Ich habe da nie eine Begeisterung für Jesus gesehen. Die waren nicht frei in ihrer Beziehung mit Gott. Sondern die Beziehung mit Gott ist mehr mit Unsicherheit und Minderwert gefüllt. Und sogar die Heilsgewissheit kann wanken, wenn wir auf Selbstgerechtigkeit setzen, wenn wir selbstgerecht unterwegs sind. Versteht ihr, aber der Zöllner, der war ja offensichtlich überhaupt nicht gerecht. Und er kam so vom untersten Ende der Beliebtheitsskala und er betete ebenfalls. Nicht wie der Pharisäer, sondern er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und Jedi, wir wissen jetzt nicht genau, was ihn zu diesem Gebet treibt. Ist es Eigennutz und Berechnung? Wenn wir das so lesen, meint er es wirklich ernst, dieser Zolleinnehmer? Möchte er einfach seine Schuld kurz loswerden, um dann wieder unbeschwert leben zu können mit allem, was sein Leben vorher angenehm und schön gemacht hat? Denn eine solche eigennützige Herzenshaltung, das wäre kein Deut besser als der Hochmut des Pharisäers. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir hier, der Zolleinnehmer, der hat es wirklich ernst gemeint. Wir kennen ja das Ende der Geschichte, wir haben es gelesen. Jesus sagt: Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrt heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Der Zöllner kehrte heim als ein von Gott Gerechtfertigter. Und dieser Satz, der beweist uns aus, der zeigt uns, dass der Zöllner es ernst meinte mit seinem Gebet. Er hat echte Buße getan, wie man so schön sagt. Warum? Weil nur echte Buße aktiviert Gottes Gnade. Denn wir können Gottes Gnade nicht erarbeiten. Wir können nicht das schön schwätzen oder so, sondern nur Buße aktiviert die Gnade Gottes, die Rechtfertigung Gottes. Und versteht ihr, Buße bedeutet nicht, sich einfach schlecht zu fühlen, zu weinen, am Boden zu liegen, Asche über den Kopf zu streuen oder was auch immer, sich zu strafen oder noch mehr religiöse Handlungen auf sich zu nehmen, sondern Buße bedeutet, sich erneut oder auch das erste Mal auf Gott auszurichten, auf Jesus auszurichten, den Blick von sich weg auf Jesus zu richten. Buße bedeutet auch umkehren zum Kreuz oder auch zurückkehren, finde ich ein schönes Wort. Buße bedeutet zurückkehren, zurück zum Kreuz, zu Jesus, der Anfang und das Ende unseres Glaubens ist. Das bedeutet Buße. Das müssen wir immer wieder tun. Einen Lebensstil der Buße. Und Buße ist ein Geschenk, glaube ich. Das Geschenk der Wiederherstellung. Wiederherstellung in der Beziehung mit Gott. Wir dürfen Buße tun und dann ist die Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Wir müssen nicht zuerst leisten, sondern wir dürfen Buße tun, uns neu ausrichten nach Gott und dann ist die Beziehung wiederhergestellt. Gott rechtfertigt, nimmt an, rettet,
diejenigen, die Buße getan haben. Und ich glaube, dass so ein Wiederherstellungsprozess ähnelt so dem Prozess der Wiedereinsetzung eines königlichen Familienmitgliedes auf den Ehrenplatz. Wir richten uns neu auf Jesus aus. Wir werden wiederhergestellt und sind Teil seiner königlichen Familie. Die Königswürde wird uns wiedergegeben, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren zu Jesus. Aber diese Rechtfertigung nochmals, bei Gott gibt es nur durch Gnade. Und Gnade ist ein Geschenk. Nicht durch Verdienst können wir uns das erarbeiten. Das Gerechtfertigtsein vor Gott hat rein gar nichts mit unserem bisherigen Lebenswandel zu tun, sondern gründet allein in der Umkehr und im Wiederherstellungsprozess, den Gott an uns bewirkt. Nicht unsere Leistung. Und für Paulus war das so, so wichtig. Er betonte das immer wieder und dann schreibt er sogar, noch einmal, sagte das, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, also gerechtfertigt, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Und sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Starke Worte. Und trotzdem versuchen wir es doch immer wieder. Wie oft wollten wir schon mit geistlichen Übungen Gott zu beeindrucken? Mit finanziellen Opfern seine Gunst irgendwo erarbeiten? Und seht ihr, das ist alles gut. Gott liebt das, wenn wir das tun. Aber es wird nie reichen, um uns selbst zu rechtfertigen vor Gott. Es wird nie reichen und uns auch nie in die Freiheit des Glaubens führen. Und zwar eher in das Gegenteil von aufatmen, wenn wir in diesem selbstgerechten Lebensstil unterwegs sind. Ja, wie sieht das denn praktisch aus? Wie können wir uns irgendwo von dem befreien? Jesus bringt es im Vers 14 auf den Punkt. Er sagt, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er spricht hier den Pharisäer an. Der Pharisäer hat sich selbst erhöht. Schau mal, wie gut ich bin, was ich alles tue. Indem er seine Selbstgerechtigkeit zelebrierte, so hat sich der Pharisäer selbst erhöht. Und einen solchen Menschen lehnt Gott ab, erniedrigt ihn irgendwo. Das ist nicht der wahre Glaube. Aber der Zöllner, der wurde klein vor Gott und klammerte sich an die Gnade Gottes. Und wer das Angeben und den eigenen Verdienst im Glauben aufgibt, den nimmt Gott an. Der wird erhöht. Aber jetzt nochmal, sich selbst zu erniedrigen, meint nicht, sich schlecht zu machen. Oh, ich bin so schlecht. Verlegen auf Lob zu reagieren, immer etwas zerknirscht unterwegs zu sein oder sich sogar minderwertig im Glauben zu fühlen. Das hat nichts mit dem zu tun. Nein, Vorbild, Paulus, er hat sich sogar gerühmt, Paulus. Aber er hat gesagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther 1, 31. Oder in Galater 2, 20 sagt er, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und diese geheimnisvolle Beziehung macht es aus. Christus in uns. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Das ist unsere neue Identität eines Christen. Und auf Jesus, auf dieser Identität, auf Jesus, soll sich auch unser Selbstbewusstsein im Glauben gründen. In der Praxis bedeutet das so, wer vor Jesus kniet, also vor Jesus herunterkniet, sich erniedrigt vor Jesus, vor dem Kreuz, der kann aufrecht durchs Leben gehen, in einem großen Christusbewusstsein. Der wird erhöht. Sich erniedrigen bedeutet, die Bereitschaft zu haben, zu Jesus zu schauen, zum Kreuz zu schauen. Und Jesus ist ja über uns. Er wurde über uns gekreuzigt und er ist jetzt über uns im Himmel. Es bedeutet, Jesus über unser Leben zu stellen und uns unter ihn zu stellen. Und dann werden wir erhöht werden, von Gott angenommen. Und wir können frei in einem starken Bewusstsein in Jesus durch unser Glaubensleben gehen. Wir werden erhöht.
Wem glaubst du mehr heute Morgen? Herr Müller oder Herr Schmid? Dem Pharisäer oder dem Zöllner? Und ich glaube, dass Gott freut sich heute gleichermaßen über den Pharisäer und den Zöllner. Und er möchte beide in ihren Herzen bewegen und verändern. Und ich glaube auch, dass die ideale Kombination ist eigentlich folgende. Bewahre so das bußfertige Herz des Zöllners und lebe aus dem heraus das Gott für gottesfürchtige Leben des Pharisäers. Und so glaube ich auch, dass das Leben mit Jesus sehr viel Freude macht. Und das bis in alle Ewigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir für dieses Beispiel. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch gerade zu uns sprichst, Herr. Wo schauen wir links und rechts, rechtfertigen uns selbst und schauen nicht auf dich, Jesus? So bitte ich dich, dass du jetzt gerade unseren Blick auf dich ziehst, Jesus. Auch gerade in der Zeit des Abendmahls, dass wir Buße tun dürfen, dass wir uns neu ausrichten dürfen nach dir und so auch in die Freiheit des Christenmenschen hineinkommen können. Ich danke dir, Jesus, dass du den Preis bezahlt hast, damit wir nicht mehr den Preis bezahlen müssen, sondern damit wir in deinem Werk leben dürfen. Ich danke dir dafür. Herr, sprich du zu uns jetzt und belebe du uns dort, wo wir es nötig haben. Amen.